Hi Leute, heute geht es darum, ob du einen Hochleistungsmixer brauchst, ein Hörgerät und so weiter, wenn du in die Rohkost startest. So, heute möchte ich mal erzählen, was wirklich notwendig ist, wenn du in die Rohkost startest. Und was ich für Erfahrungen für mich gemacht habe und was da jeder ganz individuell schauen kann. Also, erstmal prinzipiell, weil viele erstmal abgeschreckt sind, oh, jetzt muss ich mir da irgendwelche teuren Geräte anschaffen und so weiter, sonst kann ich keine Rohkost essen. Und das ist erstmal völliger Schmarrn. Also, prinzipiell ist Rohkost so einfach und banal. So, das heißt, du brauchst nichts an Küchengerät. Normalerweise nimmst du eine Karotte, beißt rein. Du nimmst eine Gurke, beißt rein. Du nimmst eine Paprika, beißt rein. Du nimmst eine Banane, beißt rein. Beste Fastfood überhaupt. Banane, zack, aufmachen. In den Mund rein. So, Apfel, beißt rein. Um regional zu bleiben. Genau. So, also, das Beste überhaupt ist immer, alles so zu essen, wie es in der Natur vorkommt. Wildkräuter abzupfen, Brennnessel, kurz rollen, in den Mund essen. So. Das Beste ist direkt vom Baum in den Mund. Optimum so. Jetzt Küchengeräte. Kannst du gerne machen und halte ich für sehr sinnvoll, Küchengeräte anzuschaffen, gerade in der Anfangsphase, wenn es dir das wert ist. Und das kann von vielen abhängen so. Also, es ist nicht nötig, aber es kann eben von Vorteil sein. So. Und gerade zum Beispiel einen Mixer am Anfang, damit kannst du dir irgendwelche leckeren Soßen machen, du kannst dir Smoothies machen, grüne Smoothies und so weiter. Und gerade am Anfang, wenn man noch ja, an so Sachen gewöhnt ist, da zuzubereiten, dann kann das sehr sinnvoll sein. Also ich hatte anfangs meine Rohkost auf dem Mixer und habe da ja, mir Smoothies oder sowas gemacht, grüne Smoothies. Und auch Soßen, Schokomousse, Nussmousse, irgendwelche ja, abgefahrenen Gourmet-Rohkostgerichte. So, genauso mit dem Dörrgerät kannst du halt, ja, du kannst dir lecker Brot machen. Du kannst dir irgendwelche Bananenschnecken, Zimtschnecken da machen im Dörrgerät. Du kannst dir alles mögliche Trockenobst machen sowieso. Du kannst dir, ja, wie gesagt, Rohkostcracker, Leinsamencracker, Brot, Bananenbrot, Früchtebrot im Dörrgerät machen. Alle möglichen leckeren Sachen, Fruchtleder, genau. Und gerade die Umstellungsphase kann das enorm erleichtern. Aber das sind alles Dinge, die nicht unbedingt notwendig sind. Genauso beim Smoothie, wenn du dir Smoothies machst, die Verdauung fängt im Mund an. Wenn du Smoothie machst, dann wäre das Beste, auch einen Smoothie zu löffeln und jeden Bissen trotzdem zu kauen, so doof es klingt. Einen Smoothie kauen und nicht trinken wie Wasser. Und ja, ich habe meinen Mixer dann auch nach einer Zeit verkauft. Ich hatte zeitweise mal ein Dörrgerät. Im Moment habe ich gar nichts. Nichts an irgendwelchen Geräten in meiner Küche. Die ist komplett leer. So. Und das mag vielleicht abschreckend klingen für jemanden, der umstellt. Weil er noch all so mögliche Zubereitung gewöhnt ist. Im Prinzip wird die Rohkost irgendwann immer einfacher automatisch. Und das Simpelste ist halt wirklich, einen Apfel zu nehmen, reinzubeißen. Eine Pflanze zu nehmen, reinzubeißen. So. Und anfangs ist es aber eben schon, kann von Vorteil sein, einfach solche Geräte zu haben. Und je nachdem, auf was man da stand, wenn man zum Beispiel auf irgendwelche Brote vorher stand und da nicht richtig wegkommt, dann kann halt ein Dörrgerät ganz sinnvoll sein. Alternativ, wenn dir das zu teuer ist oder was auch immer, dann kannst du auch einfach auf der Heizung im Winter ja, gewisse Sachen trocknen lassen. Kommt immer darauf an, was man dazu bereitet. Aber du kannst wirklich, wenn du dir irgendwie so ein Bananenbrot zum Beispiel machst oder ein Früchtebrot, wo du da eh sowieso schon viel Nüsse nimmst und nicht so wässrige Zutaten,
dann reicht es auch, das auf der Heizung zu trocknen. Und alternativ kannst du auch deinen Backofen nutzen. Tust einen kleinen, ja, tust einen Stock reinklemmen und kannst, ja, genau, damit die Feuchtigkeit raus entweichen kann und machst den einfach halt auf niedrigster Stufe. Genau. Und wenn du einfach nicht so viel Geld ausgeben magst am Anfang, weißt nicht, ob du bei der Rohkost bleiben kannst, dann wäre das Sinnvollste, was du dir wahrscheinlich anschaffen kannst, so einen Personal Blender, der einfach noch schön klein ist, wo du auch Soßen einfach und schnell machen kannst. Du kannst dir mal Nüsse zerhacken. Genau. Vor allem ist es halt wirklich so, dass du dann mit so einem kleinen Personal Blender auch mal kleinere Mengen machen kannst. Weil oft ist es so mit dem Mixer, da musst du immer eine gewisse Menge machen. Wenn du dir jetzt nur irgendwie einen Dip machst für irgendwas, dann bringt es nichts, beziehungsweise der Mixer greift erst gar nicht, wenn du da kleine Mengen machst. Und dann ist es einfach sinnvoll, ja, sich einfach erstmal so einen Personal Blender zum Beispiel zu holen, zu schauen, ob das was für einen ist. Und ja, wenn es einem das eben wert ist, dann kann man sich dann auch ein, ja, einen Mixer holen. Genau. Ist halt für grüne Smoothies und so weiter dann einfach viel besser. Genau. Aber im Prinzip ist das alles, wie gesagt, kein Muss. Also, ihr braucht nicht abgeschreckt sein, dass ihr euch jetzt irgendwie einen Mixer oder was weiß ich anschaffen müsst, ein Dörrgerät, wenn ihr mit Rohkost anfangt, sonst funktioniert das nicht. Rohkost funktioniert auch ohne diese Geräte. Und das Beste ist, wie gesagt, sowieso zu kauen, richtig zu kauen und es so zu essen, frisch zu essen. Aber einfach für die Umstellung ist es halt angenehm, sich da leckere Sachen zuzubereiten und irgendwelche Gourmet-Rohkostgerichte. Ja, ist natürlich super genial und empfehle ich da jedem Anfänger, das mal zu machen. Irgendwann geht das Bedürfnis dafür vielleicht auch von alleine weg. Dann kannst du deinen Mixer ja auch wieder verkaufen. So, genau. Und wenn nicht, wenn du noch nicht weißt, hey, dann probier halt erstmal so einen Personal Blender, so einen kleinen aus, wo du sowieso besser kleinere Mengen machen kannst. Du kannst ja auch mal Soßen, Dips machen, Nüsse zerkleinern, ja, irgendwelche Mousse machen. Genau. Das ist so mein Fazit, meine Empfehlung. Und ansonsten, ob Dörrgerät oder Mixer, ist halt dann einfach Geschmackssache, je nachdem, auf was du für Gerichte stehst. Wenn du irgendwie nicht vom Brot wegkommst, dann kann es halt wirklich sinnvoll sein, mal sich ein Dörrgerät zu holen und dann anstatt dann immer irgendwo gebackenes Brot zu holen mit irgendwelchen Zusatzstoffen, dann selber einfach sich Rohkost-Cracker machen, die zwischenrein nascht. Genau. Jo. Aber das war's so. Ich hoffe, das hilft dem einen oder anderen weiter. Und ansonsten, macht's gut, Leute. Ciao.